Zum ersten Mal veranstaltete der MSV Buch einen Kleinteilemarkt auf dem Badparkplatz in Gaspolzhofen. Noch bevor der erste Hahn krähte, der Mond untergegangen und die Sonne aufgegangen war, herrschte schon reger Betrieb. Nach dem Motto »Der frühe Vogel fängt den Wurm« wurden schon um 4.30 Uhr die Standeln aufgebaut. Bei diesem Markt bekam man Ersatzteile für alle Fahrbahnuntersätze. Sogar aus dem benachbarten Deutschland kamen die Teileverkäufer. Natürlich wurde den Besuchern auch die Möglichkeit geboten, ein kleines Frühstück zu sich zu nehmen. Am nächsten Tag lud der MSV Buch zum vierten Mal die Besucher zu seinem Treffen mit Frühschoppen ein. Wie man es schon gewohnt ist, war das Wetter wieder einmal mit Regen und Wind nicht das, was man sich für so eine Veranstaltung wünschen würde. Aber trotz des schlechten Wetters oder gerade deswegen kamen sehr viele Besucher, um den Frühschoppen zu genießen. Von überall kamen wieder die befreundeten MSV-Clubs, um mit dabei sein zu können. Sogar Mitglieder des Schwarzl-Clubs aus Strobel, zu denen voriges Jahr die große Ausfahrt führte, kamen, um ihre Freunde zu besuchen. Da man wegen des schlechten Wetters nicht im Freien sitzen konnte, wurde die ganze Veranstaltung nach drinnen verlegt. Man musste wegen des großen Andrangs sogar noch Tische und Bänke aufstellen. Für gemütliche Stimmung sorgten die Trattnachtaler. Mit ihrer Musik heizten sie dem Publikum ein, aber auch kleine Show-Einlagen sorgten bei den Besuchern für Lachanfälle. Du kannst jetzt nicht kommen, weil ich muss jetzt singen. Nein, ich möchte nur Blumen vorbeibringen, ich bin so ein Fan von dir. Ah, du bist ein Fan von mir. Blumen aus damit! Eine junge, feste Frau hat mir gesagt, wie heißt das, du da bist? Ja. Auch für das leibliche Wohl sorgten die Mitglieder des MSV Buch, was von den Besuchern auch reichlich genutzt wurde. Wie man es gewohnt war, hatte man auch Spiele vorbereitet. So konnte man das Gewicht eines Mopedmotors, der mit zusätzlichem Ballast beschwert wurde, um es nicht zu leicht zu machen, schätzen. Bei einer anderen Station konnte man Flüssigkeiten erschnuppern, wie zum Beispiel Bier, Kaffee oder auch Motorflüssigkeiten. Zu guter Letzt konnte man noch einen Bierkrug über ein Brett schieben. Bei diesem Bewerb kam es darauf an, den Krug mit einem Ruck über das Brett, das mit einer Markierung versehen war, punktgenau zu platzieren. Auch eine Tombola wurde wieder veranstaltet. Der erste Preis war ein Mini-Enduro-Motorrad, der zweite Platz war ein 50-Liter-Fass Bier. Einen 70-Euro-Gutschein konnte man als dritten Preis sein eigen nennen und die Preise 4 bis 10 waren Warenpreise. Super, Natascha! Für die Mitglieder des MSV Buch war diese Veranstaltung wieder ein voller Erfolg.